Rentenerhöhung 2024. Wie viel mehr Rente kann ich ab dem 1. Juli 2024 denn haben? Mit wie viel mehr Rente kann ich denn eigentlich rechnen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, das Thema Rentenerhöhung 2024 lässt uns nicht los. Wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen zu diesem Thema rein. Viele Leute sind enttäuscht über die Höhe der Rentenerhöhung oder über die Höhe der neuen Rentenanpassungswerte. 4,57% ist ja doch nicht, vielleicht nicht das, was wir alle erwartet haben. Ich habe auch mehr erwartet letzten Endes. Ja, jetzt ist es nun mal so, 4,57%. Wir haben dann auch einen entsprechend neuen Rentenwert, 39,32 € pro persönlichen Entgeltpunkt. Bitte das nicht vergessen, pro persönlichen Entgeltpunkt. Und jetzt geht es natürlich auch mal um die Frage, wie viel mehr Rente bekomme ich denn nun eigentlich tatsächlich, wenn ich zum 1.7.2024 die Rentenerhöhung bekomme. Ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass es die sogenannten Aussparungsrentner gibt, ja, die dann zum Teil oder entweder gar nicht oder zum Teil die Rentenerhöhung dann bekommen werden. Aber über die reden wir heute mal nicht, sondern es geht jetzt einfach mal um ein paar nackte Zahlen. Ja, und ich will Ihnen das einfach mal zeigen, um wie viel mehr Ihre Renten steigen können. Seien Sie mir bitte nicht böse. Das sind hier wirklich nur Zahlenbeispiele, die immer aufgerundet sind auf den entsprechenden Hunderter. Ja, die meisten Renten, die wir hier bearbeiten, die haben eben keinen Wert 0,00, sondern da ist meistens immer Komma-Werte dahinter oder das sind nie glatte Werte. Aber nur mal zum Annähern Ihrer Rentensituation können Sie ja einfach, nehmen Sie Ihre Bruttorente, die Sie jetzt haben, multiplizieren Sie die einfach mit 4,57, dann haben Sie die neue Bruttorente und dann können Sie einfach mal die neue Bruttorente also praktisch verringern mit der alten Bruttorente und dann haben Sie auch das Delta, den Unterschied, was es dann tatsächlich mehr an Rente gibt. Und ich habe Ihnen mal hier eine Tabelle vorbereitet. Dann können Sie sich das mal in Ruhe angucken, wie viel Kohle es da praktisch mehr gibt. Und zwar, wenn also jetzt jemand zum Beispiel eine Bruttorente von 700 € hat, dann bekommt er ab 1. Juli 2024 31,99 € mehr Geld. Wenn er 1.000 € mehr Rente hat, klar, bei 4,57%. Dann sind es natürlich 45,70 € mehr. Das heißt also, seine Bruttorente beträgt dann 1.045,70 €. Wenn jemand 1.300 € hat, kriegt er 59,41 € mehr. Und wenn er 1.500 € Bruttorente jetzt hätte, dann bekommt er dann ab 1. Juli 68,55 € mehr Geld. Bei 2.000 € sind es dann sogar schon 91,40 €, die dann mehr gezahlt wird. Aber Sie sehen auch, das sind ja immer diese glatten und klaren Beträge. Die meisten von uns oder von Ihnen haben Rentenbeträge, die einfach so nicht abbildbar sind. Das ist also praktisch gar nicht möglich, das so in Tabellen abzubilden. So haben Sie aber erstmal einen guten Anhaltspunkt und können einfach mal selber nachrechnen, wie hoch Ihre Rente dann zum 1.7.24 tatsächlich ausfallen wird. Das sind aber die absoluten Bruttozahlen. Davon gehen natürlich dann noch, wenn Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner sind, dann auch noch die entsprechenden Kranken- und Pflegebeiträge ab. Bitte diejenigen, die nicht in der KVDR versichert sind, die freiwillig gesetzlich versichert sind oder in der privaten Krankenversicherung versichert sind, da bitte aufpassen. Bei denen muss sich der Beitragszuschuss zur Rente nach § 106 SGB 6 natürlich auch entsprechend um den Erhöhungswert oder entsprechend erhöhen. Das heißt also, Sie kriegen dann nicht nur eine höhere Bruttorente, sondern Sie müssen dann auch einen höheren Beitragszuschuss ab dem 1.7.2024 bekommen. Wir reden hier bei diesen Zahlen bitte nicht von den Zuschlagsrentnerinnen und Rentnern, die eine EM-Rente als Bestandsrentner in der Zeit von 2001 bis 2018 bezogen haben oder eine entsprechend nachfolgende Altersrente oder eine Hinterbliebenenrente bezogen haben in dem genannten Zeitraum. Für die gibt es ja dann bis maximal 7,5% nochmal einen Zuschlag on top, sozusagen obendrauf. Ja, das soll es gewesen sein, meine Damen und Herren. Auch zu diesem Thema haben wir das auch abgearbeitet. Zur Rentenerhöhung 2024 mal ein paar Zahlen genannt. Ja, schauen Sie einfach mal, was für Sie passt.
Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.